bitte mitnehmen? Haben Sie aber Glück gehabt. Der Herr Regierungsrat nimmt sonst niemand mit. Ein Regierungsrat? Ich habe alles gesehen. Ich freue mich, Sie als Erste in unserer Stadt begrüßen zu können. Ich bin die Tochter des Bürgermeisters. Jawohl. Und ich weiß, wer Sie sind. Das war doch ein Regierungsauto. Sie werden doch längst hier erwartet. Haben Sie vielleicht eine Sicherheitsnadel? Wie? Oh, das kann doch sofort hier in Ordnung gebracht werden. Gleich hier bei Berg und Co. Kommen Sie doch. Also, das ist das beste Geschäft in unserer Stadt. Sie dürfen nicht glauben, dass in unserer Stadt... Verstehe ich nicht. Es ist doch schon 9:05. Bitte, meinetwegen ist doch das nicht nötig. Also, das ist mir schrecklich peinlich. Gerade heute. Unglaublich. Das ist mir rätselhaft, diese Unpünktlichkeit. Da muss etwas passiert sein. Ich werde mal nachsehen. Was fällt Ihnen denn ein? Sie wollen ja wohl die Tür einschlagen. Unverschämtheit. Bitte entschuldigen Sie, ich habe gar nicht. Was, Sie haben gar nicht? Sie halten mich wohl für schwerhörig, Herr. Ja. Also, ich finde es unglaublich, dass ihr noch nicht offen habt. Bitte? Verzeihung, aber die Dame... Bitte, was ist mit der Dame? Ich habe gebummert, weil es schon 9:05 war. So, du hast gebummert, weil es schon 9:05 war. Und wenn es 9:10 ist, hast du nicht zu bummern. Wie kommst du überhaupt dazu, zu bummern? Es war doch wichtig, weil nämlich der Herr... Bitte, was ist mit dem Herrn? Verzeihung, aber ich habe gebummert. Sie? Ich habe gebummert. Es ist eine Schande, dass es in unserer Stadt Geschäfte bitte, gibt. Bitte, wer hat gebummert? Also gebummert habe ich. Die Dame ist vollkommen unschuldig. Herr, was erlauben Sie sich? Die Dame ist meine Braut. Du bist doch ein selten dummer Mensch. Komm. Moment! Ach, es war ein kleines Missverständnis. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Aber jetzt natürlich bin ich vollkommen im Bilde. Darf ich Sie bitten, zu uns einen Augenblick hereinzukommen? Sie werden bei uns bestens bedient werden, wenn ich einen Augenblick bitten dürfte. Wir wissen natürlich, dass wir solchen Kunden schuldig sind. Darf ich mir mal eben den Schaden besehen? Oh lala, das gute Stück ist hin. Aber das macht absolut nichts. Wir werden natürlich in unseren Werkstätten das Jackett so kunstvoll zurechtstopfen, dass das... Ach, darf ich mal eben Ihre Mappe nehmen? Nein. Ach so. Tausendmal um Entschuldigung, verstehe natürlich, dass das Jackett wieder wie neu wird. Aber natürlich geht das nicht so schnell und Sie haben noch sehr viel in der Stadt zu tun. Ja, ich weiß Bescheid, natürlich. Darf ich Sie vielleicht dann bitten, in der Zwischenzeit eins von unseren Jacketts anzuziehen? Ich glaube, ich habe sogar etwas für Sie da. Papa, Trude, geh doch mal rauf und ruf meinen Papa runter, ja? Bitte einen Augenblick, hier eine kleine Auswahl. Wir lassen alles in eigenen Werkstätten arbeiten. Hier zum Beispiel dieses englisch gesprinkelte englische Stück kommt direkt aus England. Ein Stoff, der seine Prüfung bestanden hat. Oder vielleicht hier, da,
bitte, schauen Sie, ein wunderbares Stück, dieses Blau ohne Risiko, eine Qualität, ein Stoff, der sich überhaupt nicht zerdrückt. Bitte, sich zu überzeugen. Oder vielleicht wollen Sie etwas nach allerletzten Schnitt, nach neuester Eleganz, haben wir natürlich auch da hier unser Ausstellungsstück. Nur für Ausstellungszwecke gearbeitet. Bitte, Sie werden bestimmt zufrieden sein. Bitte, sehen Sie sich das nur einmal an. Bitte schön. Das ist überhaupt das Modernste für Sie. Wollen wir gleich probieren? Bitte. Für den modernen Menschen soll der Anzug kein äußerliches Kleidungsstück, sondern ein Zeichen seiner Persönlichkeit sein. Na, das sitzt ja blendend. Das müsste Papa sehen. Papa! Also ich muss sagen, diese Linie in der Taille, schlank und nicht übertrieben, großartig. Geh mal einen Augenblick weg. Und diese ganze Rückenlinie sitzt überhaupt wie angegossen. Ja, aber trotzdem, ich glaube nicht, dass... Ja, ja, ich glaube auch nicht. Was ist denn? Nichts. Was denn? Ach, der Ärmel? Ja, die Ärmel. Ärmel, ja, könnte vielleicht eine Idee, aber... Wissen Sie, man trägt diese Ärmel jetzt so. Sie können in jedem Modejournal gerade diesen Ärmel sehen. Bitte? Und den anderen Rock, wo darf ich den hintragen lassen? Ja, Sie werden doch gewiss in der Krone absteigen. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht. Alles, was auf sich hält, wohnt in der Krone. Ich werde sofort telefonieren. No, nein, ich werde Sie hinführen. Aber nein, das ist doch gar nicht nötig. Ich kann doch dem Herrn von hier aus das Hotel zeigen. Nee, das Fräulein. Sehr richtig. Ich bringe den Herrn hin. Ach, einen Augenblick mal. Darf ich? Oh, danke sehr. Bitteschön. Alfred! Ja, hat der Herr denn schon bezahlt? Bezahlt? Das ist doch der Herr von der Regierung. Von der Regierung? Ums Himmels Willen! Und weil der nämlich seinen Rock zerrissen hatte, da dachte Hallo. Ich... Hallo, ja, gehen Sie mit dem Bürgermeister mit. Ich muss den Bürgermeister sprechen. Ja, was ist denn los, Papa? Ich muss den Bürgermeister sprechen. Soll ich ihn zurückholen? Ich muss den Bürgermeister sprechen! Ja. Hallo, hören Sie, bitte, es ist sehr dringend. Den Bürgermeister, bitte schön. Ja, hier ist Berger. Ich glaube fast hier, dieses Hotel hat für Sie nicht genug Komfort. Ach bitte, sagen Sie mir schnell. Ich bringe Sie zum Schwarzen Moor. Gestern inspiziert? Wie bitte was? Nein, nirgendwo. Ich bin nicht. Ist das kompliziert? Verstehe gut. Inkognito. Nicht zu sagen, kaum zu glauben. Unerhört, unerhört, unerhört. Der Moor ist auch für Sie zu schlecht. Oh, bitte. Mir ist alles recht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weiß nicht, ob ich Sie fragen soll, was Sie sich dabei denkt. Ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Guten Tag, Herr Klein. Ich möchte so gerne bei ihr sein. Sie hat mich so gekränkt. Ich möchte, ich möchte, ich möchte. Kaum zu glauben. Was ich sage. Unerhört. Eingetroffen. Angekommen. Was geschieht? Hier ist gewiss kein Zimmer frei. Wir wollen zum nächsten Gasthaus gehen. Ach, leider gibt es hier nur drei. Dann will ich's erste noch mal sehen. Oh. Er scheint ein scharfer Hund zu sein. Er sieht sie schon die ganze Stadt. Das scheint ein anderer Hund zu sein. Mein Gott, was der schon wieder hat. Ausgeschlossen. Wirklich keine? Ehrenwort. Des Bürgermeisters Kind umgarnt? Beruhige dich, er wird gewarnt.
Weiß nicht, ob ich sie fragen soll, weiß nicht, ob ich ihr sagen soll, dass sie mir so gefällt. Ich möchte, ich möchte, ich möchte. Ich möchte, guten Tag, Frau Schön. Ich möchte mit ihm so weitergehen, bis an das Ende der Welt. Ich möchte, ich möchte. Darf ich bitten? Hohe Ehre. Hier herein, hier herein, hier herein. Nicht zu sprechen. Peter Pegel. Ekelhaft. Pauline, Freitag, Fisch. Ja, ja, komm. Herr Bürgermeister, die Herren werden ungeduldig, die sagen, es sei dringend. Herr Bürgermeister, es ist etwas Furchtbares passiert. Sie müssen sofort eingreifen. Dieser Revisionsbeamte ist noch nicht 5 Minuten in der Stadt, da ist er auch schon mit Ihrer Tochter. Also ich kann nicht zugeben, dass meine Braut, Herr Bürgermeister, erst ist sie mit ihm bei uns heute Morgen im Geschäft und dann führt sie ihn auch noch zur Krone. Und nicht nur das, Herr Bürgermeister, ich weiß ganz genau, wie diese Herren sich aufführen. Ich habe selber in der Nacht lokal markiert, Maxim, Queen und wie sie alle heißen. Und ich weiß ganz genau, dieser Herr ist mir immer aufgefallen. Der war immer der Allerschlimmste. Trude hat ja keine Ahnung, in welcher Gefahr sie sich befindet. Sie ist bereits in aller Leute Munde. Sie müssen unbedingt und sofort etwas unternehmen. Meine Herren, es muss sofort etwas geschehen. Das kann man wohl sagen. Ich rechne auf Ihre Unterstützung. Wir ziehen ja alle am gleichen Strang. Es handelt sich um das Wohl und Wehe meines einzigen Kindes. Man kann wohl sagen, um unser aller Wohl und Wehe. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Der Revisor hat, anstatt seinen Besuch bei mir zu machen, meine Tochter kompromittiert. Sie musste mit ihm durch die ganze Stadt Spießrücken laufen. Das war doch unser Glück. Sonst sehe ich ja längst hier bei unseren Abrechnungen. An unserem Wasserwerk wird er seine Freude haben, wie? Wenn die nur nicht am Krankenhaus vorbeigeführt hat, was? Ach ja, vielleicht zeigen Sie mal die Inneneinrichtung Ihrer Mädchenschule. Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Meine Herren, es handelt sich in erster Linie um meine Tochter. Alles andere können Sie mir überlassen. Ich werde dem Herrn die Einrichtungen unserer Stadt schon zeigen. Ich werde ihm genauen Einblick in all... Moment mal, bitte. Glauben Sie eigentlich selbst, was Sie da reden? Wie bitte? Ich meine, kommen Herr Bürgermeister wirklich geraden Weg zum Mond? Einfach schamlos, wie du dich benommen hast. Ganz abgesehen davon, dass du schon mit Rücksicht auf mich... Was fällt dir eigentlich ein? Es ist meine Pflicht, mich um meinen Gast zu kümmern. Nennt man das jetzt kümmern? Wer sollte es denn sonst tun? Ich bin die Tochter des Bürgermeisters und habe repräsentative Pflichten. Ach, repräsentative Pflichten? In allererster Linie bist du meine Braut. Du, hör jetzt endlich mit diesem Privaten auf. In diesem Augenblick hängt das Schicksal unserer Stadt von mir ab. Ach, ja. Dann erkläre ich hiermit unsere Verlobung für gelöst. Bitte. Meine Herren, ich verstehe nicht, was Sie wollen. Unsere Schuld ist doch nicht, dass wir beim Neubau das anzukämpfen haben. Widriges Grundwasser. Bitte? Mit dem Revisionsbeamten können wir die dämliche Geschichte mit dem Grundwasser doch nicht erzählen. Zu unserer größten Freude sind Sie, Herr Bürgermeister, bis jetzt der Einzige gewesen, der auf meine Grundwassertheorie hereingefallen ist. Herr Grundstückinspektor, und die Berichte, die ich darüber monatlich an die Regierung schicke, was? Oh, die haben wir alle mit vielem Vergnügen gelesen. Hier sind sie sogar. Aber ich habe doch diese Berichte durch meinen Amtsdiener... Monatlich ein Lammchen. Täglich 2 Maß Bier. Ich erledige so etwas in Bar. Man ist ja nicht so. Schließlich und endlich. Biber! Herr Biber, haben Sie meine Grundwasserberichte an die Regierung abgesandt? Ja oder nein? Die Berichte? Ja. Nein. Ist doch ein Sumpf! Ein Sumpf! Ein Sumpf! Ich
Ich weiß gar nicht, warum Sie sich so sehr aufregen, Herr Bürgermeister. Die Gelder sind doch sehr gut angelegt. Ihr Haus hier ist zum Beispiel davon aufgestockt worden. Und dass Sie die Räume nicht zu Repräsentationszwecken, sondern für Ihre verwenden, das... Herr Güterverwalter! Du meine Güte! Ach, du meine... Mir können Sie ja nichts erzählen. Sie haben sich den Mann direkt an den Hals geworfen. Wozu haben Sie eigentlich ins Hotel begleiten müssen? Er konnte wohl nicht allein hingehen. Mich wundert überhaupt nur, dass Sie ihn nicht gleich oben in unserem zukünftigen Heim untergebracht haben. Oh, du bist ein kluges Kind. Tja, meine Herren, Opfer müssen von uns allen gebracht werden. Wenn der Revisionsrat etwas sehen will, müssen wir ihm eben etwas zeigen. Wenn er hier ein neues Krankenhaus sehen will, wird er es sehen. Ich stelle meine Villa zur Verfügung. Sie, Dr. Struck, werden uns Ihr neues Ordinationszimmer überlassen. Und einen Posten Arztkittel und Schwesterntrachten können Sie bei mir holen lassen. Ich schicke Ihnen von meinem Gut einige Hilfskräfte rüber. Na und Sie, Herr Bürgermeister, Sie haben ja lediglich die Führung durch das Krankenhaus zu übernehmen. Ja, aber mir geht das Grundwasser... Es geht uns allen mit Grundwasser. Verzeihen Sie, meine Herren, es ist dringend. Ich habe eine Frage an Sie, meine Herren. Was haben Sie? Weil es geschehen ist. Der Herr, den Ihre Tochter heute zu mir geschickt hat, hat bis eben ununterbrochen gegessen. Ich wollte fragen, wie ich mich da verhalten soll. Denn obgleich der Kellner die Rechnung hingelegt hat, denkt der Herr gar nicht daran. Bravo, großartig. Wer nicht zahlt, nimmt auch. Geben Sie mir Vollmacht, meine Herren. Hier. Bin schon mit schweren Aufgaben fertig geworden. Echt so? Wundervoll. Lass Peilung nur machen. Lass Peilung so nur machen. So nicht, meine Herren. So nicht. Nein, da mache ich nicht mit. Nein, meine Herren. Ich glaube, dass ich da nicht mitmache. Ich könnte mir sogar denken, dass ich nicht mitmache. Lieber, Hutstock. Das hätte ich von einem Biber nicht erwartet. Jetzt geht er Ihren Sarg an. Bürgermeister, welche Ehre! Lassen Sie mich mit dem Herrn allein, ja? Bitte, bitte, behalten Sie nur Platz, bitte. Sie erlauben doch. Oh, bitte sehr. Ist mir sehr peinlich. Ja, es ist mir natürlich auch sehr peinlich. Aber sehen Sie... Man hat mir gesagt, dass Sie angekommen sind. Ich habe mir vorgenommen, ganz offen mit Ihnen zu sprechen. Von Mann zu Mann. Ja, ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, Herr Bürgermeister. Offenheit ist immer das Beste. Sehen Sie, es ist ja schließlich nicht meine Schuld, dass ich hier... Selbstverständlich, wir müssen alles Persönliche ausschalten. Wir wollen nur das Amtliche erledigen.
Herr Bürgermeister, ich bin hierher gekommen, weil ich... Lassen Sie bitte. Ich habe hier alles vorbereitet. Bitte. Nicht doch, Herr Bürgermeister. Ist denn das wirklich alles nötig? Ich dachte... Also ich würde mich um das Gerede gar nicht kümmern. Das ist ja alles nur der Neid, dass du ihn zuerst gesehen hast. Na, ich glaube, meine Mutter würde mir das nie erlauben, dass ich mir mitten in der Woche mein bestes Kleid anziehe. Wisst ihr, selbst wenn ich gar nicht gesehen hätte, wie er aus dem Regierungsauto ausstieg, ich hätte ihn doch sofort an seinem feinen Benehmen erkannt. Man merkt doch gleich, dass er nicht von hier ist. Ach, woran merkt man denn das? Du brauchst es überhaupt noch nicht zu wissen. Du bist ja noch nicht mal verlobt. Gnädiges Fräulein, hat er zu mir gesagt. Gnädiges Fräulein. Immer mit gnädiges Fräulein hat er mich angesprochen. Also meine Mutter hat gesagt, eigentlich darf ich jetzt mit Trude gar nicht mehr verkehren. Komm, mach doch mal das Kleid zu. An dem könnten sich manche bei uns ein Beispiel nehmen. Na, du scheinst ja mächtig verknallt in ihn zu sein. Er macht mir natürlich sehr den Hof, aber weit ist da. Triffst du dich denn wieder mit ihm? Das weiß ich noch gar nicht. Er hat natürlich sehr viel hier zu tun. Er muss doch hier alles besichtigen. Ach, Renate, du musst mir deine Korallenkette leihen. Die passt so gut zu meinem Kleid. Du, und vornehm ist der vornehmste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Ach, mach doch bitte zu. Du, ich habe sogar die Wohnung oben für ihn zurechtmachen lassen. Was? Wohnen soll der auch bei euch? Ich bin leider gezwungen, Ihnen eine schreckliche Eröffnung zu machen. Aber Herr Bürgermeister, es muss hier ein schrecklicher Irrtum vorliegen. Ich bin hierher gekommen, um... Lassen Sie, ich kenne meine Verantwortung genau. Und gerade gegen Sie... Ah, Herr Bürgermeister, welche Überraschung, dass ich Sie hier treffe. Na, wie geht's denn? Was macht das Fleck da jetzt? Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, Friederarbeiter Pfeilung ist der Name. Hätte ich sehr erfreut, darf ich vorstellen, mein Freund, der Sanitätsrat Dr. Struck. Na los, alter schwedige Pinchen. Mensch, mach dich nicht so dick. Die Herren gestatten doch. Ich hoffe, wir stören nicht. Was? Karl, ein Kong. Das heißt, die Herren trinken doch ein mit. Also los, Karl, vier Körner. Also, wie gefällt es Ihnen denn bei uns? Herr, wie war doch der werte Titel? Aber, bitte, ich bin nur... Inkognito, der Herr ist doch inkognito hier. So, na, dann darf ich einfach Herr Doktor sagen, was? Dann Prost, Herr Doktor. Und der Sanitätsrat, unser Bürgermeister. Sie haben etwas liegen lassen, Herr Bürgermeister. Die Rechnungen, gestatten Sie Grundstücksinspektor Kruse. Die Rechnungen für die Einrichtung der neuen Räume für das junge Paar. Ist's erlaubt? Ach, Ihr Fräulein Tochter will heiraten. Gestatten Sie direkt, Herr Stein. Kann Herr Doktor die Absicht, längere Zeit hier zu bleiben? Nein, leider nicht. Ich wollte hier nur einiges erledigen. Wir wissen, Herr Doktor, Sie werden alles zu Ihrer vollsten Zufriedenheit erledigen können. Berger ist mein Name. Berger von Berger und Co. Ich hatte heute Morgen leider nicht selbst das Vergnügen, Sie kennenzulernen, aber ich hoffe, Sie sind gut bedient worden. Oh. Oberst, ich zahle alles. Sie erlauben doch, Herr Doktor. Oh, bitte, selbstverständlich. Das heißt nicht doch, ich... Oh, besten Dank. Na also. Moment, Herr Güterverwalter. Wollen Sie hier im Hotel wohnen, Herr Doktor? Unsere Stadt besitzt sehr schöne Repräsentationsräume. Natürlich, doch viel bequemer für Sie. Es wäre uns geradezu eine Ehre, wenn Sie, Herr Bürgermeister... Es wäre uns geradezu eine Ehre, wenn Sie in meinem Hause wohnen würden. Aber das ist wirklich zu liebenswürdig von Ihnen. Ihr Freund Tochter war heute Morgen auch schon so nett zu mir. So, dafür wird das Mädel auch noch eine Freude haben, dass Sie gekommen sind. Na, dann entschuldigen mich die Herren wohl für jetzt.
Die gehen doch wohl auch, Herr Bürgermeister. Wie? Das Beste wäre doch, Sie nehmen den Herrn Doktor gleich mit. Na natürlich, großartige Idee. Ja, gerne, meine Herrschaft, aber bei uns ist noch gar nichts vorbereitet. Das macht ja nichts, Herr Bürgermeister. Ich würde inzwischen bei Ihnen zu Hause anfassen. Sie mal auf, wie das alles klappt. Eben, das wird Sie schon alles finden. Sie sollen mal sehen, wie wohl und glücklich Sie sich bei Bürgermeister spüren. Ja, dem Herrn mein Wagen zur Verfügung stellt, Herr Wagenschloss. Kommen Sie, meine Herren, ich glaube, meine Herren, er nimmt. Du bist ein sehr zugänglicher Mensch. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Ja, das wird schon klappen, wird schon klappen. Ja, wirklich. Reservieren Sie für meine Familie und mich die besten Zimmer. Ich muss aus technischen Gründen für einige Tage aus meinem Hause ausziehen. Wohl, Herr Grundstück, Sie später. Guten Tag, Bursche. Ist er schon da? Ach, guten Tag, Frau Grundstück, Inspektor. Nein. Aber er muss jeden Augenblick kommen. Guten Tag, mein Liebes. Papa hat eben aus der Krone anrufen lassen. Nein, wie Sie das hier geschmückt haben. Ganz reizend. Oh, oh, Verzeihung. Da wird er sich gewiss sehr freuen. Die anderen Damen warten bereits alle im Salon. So, da will ich Sie nicht länger... Was ist denn? Noch eine Frage, ja? Ich möchte morgen eine kleine Abendgesellschaft für ihn geben. Glauben Sie, dass er kommen wird? Oh ja, bestimmt. Ich frage Sie nur, weil Sie ihn doch so gut kennen. Bitte, Sie sind mein Gast, bitte. Trude, was machst du denn da? Sie erwarten wohl lieben Besuch. Nein, nein, das ist für Sie. Das ist ja zu liebenswürdig von Ihnen. Herr Doktor, ja? Bitte näher zu treten, ja? Jawohl. Bitte. Bitte abzulegen, ja? Geben Sie ab. Nein, danke. Das Pflaumenmus. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen ein Glas Gelee aufmachen. Los! Anna! Frau Kruse. Sehr angenehm. Ganz meinerseits. Herr Doktor, ich habe Sie schon vom Fenster aus bewundert. Diese Eleganz beim Kutschieren. Wie herrlich, Herr Doktor, unsere Ponys gezügelt hat, sind nämlich unsere. Man merkt doch gleich den Sportsmann. Sie reiten wohl auch viel, Herr Doktor. Bitte. Schon, meine Mama sagt immer, Reiten ist das halbe Leben. Meine Cousine in der Hauptstadt, Herr Doktor, die beratende Ingenieurswitwe Biermann, reitet täglich vor dem Souper. Sie macht das allerdings mehr als Abmagerungskur. Die Arme. Sind Sie ihr vielleicht mal begegnet? Nein, nein, nein. Ja. Das heißt, es ist möglich, aber... Ja. Sind Herr Doktor auch so ein Freund von Pony? Nein, eigentlich nicht. Nein? Gut gegeben. Da kann man lernen, mein Kind. Ach, das wundert mich eigentlich außerordentlich, Herr Doktor. Je crois, vous savez, gerade in der Hauptstadt macht man... Nein, das. Bei uns werden Ponys eigentlich nicht getragen. Ein lustiger Mensch. Incroyable. Oui. Oh, pardon. Ja, ja, bei uns in der Kleinstadt hinkt man immer ein bisschen nach. Oh. Ja, meine Liebe. Oh, ja, toujours. Eine Tasse Kaffee. Bitte, meine Herrschaft. Oh, das ist ja alt vor Lachen. Und ist nur noch einen Sprung. So viel. Die Bürgermeister hat sich wieder angestrengt. Ja. Ja. Vielen Dank. Herr Doktor, darf ich bitte nachdenken? Nein, nein, Herr Doktor, ich bin ja hier zu Hause. Ja. Oh, Käthe Maria. Darf ich bitten, Herr Doktor? Dank. Nein, komm bitte sehr. Herr Doktor, Sie sind nicht wirklich drin. Nein, Herr Doktor, Sie sind nicht 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 drin. Vielen Dank. Gnädige Frau, vielen Dank. Bitte schön. Sie reisen wohl viel, Herr Doktor, ja? Ja, gewiss. Ist ja sozusagen mein Beruf. Immer im Auto? Im Auto?
Ach so, jawohl, ja. Ja, im Auto. Es war immer mein Traum, im eigenen Auto zu reisen. Man kann fahren, wohin man will. Man steigt aus, wann und wo es einem gerade passt. Ja, manchmal auch, wo es einem nicht passt. Wenn ich an meine Italienreise denke. Wann waren Sie denn in Italien, meine Liebe? Auf meiner Hochzeitsreise, meine Liebe. Ah, Sie haben ja ein beneidenswertes Gedächtnis. Waren Sie auch schon in Italien? Wie? Ach so, ja. Bitte. Ach, erzählen Sie von Italien. Nach wem sagen Sie das? Italien. Ja. Nicht wahr? Wenn man erstmal über den Po ist, das ja sofort. Venedig, Monte Carlo, Macaroni, Kolosseum. Kennst du das Land? Wie sagt der große Dichter? Alle Wege führen nach Rom. Oh, wie poetisch. Ich habe auch als junges Mädchen ein wenig Harfe gespielt. Hier verkümmert man ja ganz. Nicht doch, nicht doch. Ihren ständigen Wohnsitz haben Sie aber in der Hauptstadt. Jawohl, ganz recht. Eigentlich wollten wir auch mal in die Hauptstadt ziehen. Aber wir haben uns jetzt hier ein sehr nettes Häuschen gebaut. Oh, nichts. Verzeihung. Sie führen wohl ein sehr großes Haus. Doch, doch. Unser Haus ist ja das größte am Platze. Ach, da kennen Sie vielleicht meinen Schwager, den Dr. Hugo Peilung, im Auswärtigen Amt. Den Hugo? Ja, natürlich, ja. Mit dem bin ich geradezu intim befreundet. Ja, sobald mein anstrengender Beruf mir etwas Zeit lässt, fahre ich ja sofort nach Auswärtigen Amt. Man ist ja so froh, mal nach auswärts zu kommen. Na, wenn Sie dann lieber bei uns auf dem Gut wohnen wollen. Aber ich habe die oberen Räume doch schon für Herrn Doktor herrichten lassen. Oh, bitte, dann bleibe ich selbstverständlich sehr gerne hier. Herr Bürgermeister, es ist Fütterstunde. Ja, entschuldigen Sie mich, meine Herren, ich muss mich um meine Tierchen kümmern. Ich habe das Verständnis. Nein, aber lassen Sie sich meine Tierchen mit mir. Bitte, bitte bleiben Sie nur. Nein, 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 bitte, bleiben Sie bitte. Schreib doch nicht, meine Söhnchen. Ich bin schon da. Ja, ich bin schon da. Mach mich nicht nervös. Ich habe Ärger genug. Zu ihm habe ich gesprochen. Keine Angst, Kinderchen, ich sorge schon für euch. Ja, ich sorge schon. Ja, ich bin noch Bürgermeister. Ich werde schon aufpassen, dass nichts passiert. In meinem Haus soll gar nichts passieren. Niemand soll das geschehen. Hallo, Sie sind wieder. Tante Maria, du bist sehr freuen. Ja, mein Mann wird sich auch sehr freuen, wenn ich mal zuhause. Oh.
können auch Klavier spielen. Nein. Man weiß, wie die auf Reisen sind. Versuchen es bei jeder Frau. Man ist ja selbst kein Waisenkind. Die Brüder kenne ich ganz genau. Nicht zu sagen, kaum zu glauben. Unerhört. 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 Ich hab's der Trude gleich gesagt. Es tut mir leid für Sie, Herr Fritz. Ich habe mich ja nicht beklagt. Ich war sogar zu ihm sehr nett. Nicht zu sagen. Kaum zu glauben. Unerhört. 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 Man weiß ja in der ganzen Stadt, was so etwas für Folgen hat. Das Sofa, den Schreibtisch, die Sessel schaffen Sie nachher auf den Boden. Die Palmen in die Waschküche. Nehmen Sie sich mit den Stühlen etwas in Acht. Das sind echte Stücke. Dann kommen hier Betten rein, genau wie nebenan. Ich möchte aber auch Pflegerin sein. Papa hat's mir schon erlaubt. Ausgeschlossen. Du bist viel zu jung dazu. Ich bin Pflegerin und du bist krank und liegst im Bett. Aber Papa hat's mir extra erlaubt. Also bitte widersprich nicht immer, ne? Paul, hören Sie mir zu. Sie sind doch intelligent. Jawohl, Herr Kruse. Also, wenn wir morgen mit dem fremden Herrn hier die Zimmer besichtigen, dann kommen Sie herein und melden dem Herrn Dr. Struck, kommen Sie bitte schnell, Herr Rat, in Zimmer 11 geht gleich eine Entbindung los. So, was sollen Sie melden? Kommen Sie bitte schnell, Herr Rat, in Zimmer 11 geht gleich eine Entbindung los. Weiß nicht, ob ich sie fragen soll, weiß nicht, ob ich sagen soll, dass sie mir so gefällt. Ich möchte. Ich möchte, ach, wie wäre das schön, ich möchte mit ihm so weit vergehen, besonders als so gut, ich möchte. Ich möchte. Thank you.
Susanne, was sollen denn die Leute denken? Es war doch sowieso schon unrecht von mir, dich überhaupt mitzunehmen, das weißt du doch, Liebling. Dann machen uns die Leute erst mal auf mich aufmerksam, dann habe ich doch nur Unannehmlichkeiten. Gottes Willen, du sei doch vernünftig. Wenn meine Behörde erfährt, dass ich dich überhaupt mitgenommen habe, dann das würde ja fürchterliche Folgen tragen. Also gut, ich höre mein letztes Wort. Wir bleiben bis morgen. Dann darfst du mich aber nicht mehr quälen. Nicht mehr weinen. Sehr lieb zu mir sein. Ich wusste ja, dass du ein vernünftiges Mädel bist. Das Hemd behältst du nicht an. Doch keine Aufmachung für eine Kranke. Zieh dir ein Hemd an, was oben zu ist. Er steckt du mich ins Bett und nun soll ich auch noch hässlich aussehen. Wenn ich das Hemd nicht anbehalten kann, macht mir das ganze Theater keinen Spaß. Dumme Pute! Rein? Na? Was werdet ihr komischen Leuten nur heute mit mir machen? Hm? Wie? Ja, ja, ja. Verzeihung, der Herr Bürgermeister wird gleich kommen. Hast du mit ihm allein? Ja oder nein? Bitte? Ich habe... Schrei nicht im Vogelzimmer. Warst du mit ihm nachts im Stadtpark? Ja oder nein? Bitte? Ich habe... Nicht einmal auf mein eigenes Kind kann ich mich verlassen. Ich wollte... Das muss mir passieren, dass der Sohn vom Schneidermeister mir die Verlobung kündigt. Ach, der... Der soll sich nicht so haben. Bürgermeister. Herr Weber. Ohne meine Einwilligung hat meine Tochter das Haus nicht zu verlassen. Ich mache Sie dafür verantwortlich. Jawohl, aber der Herr dort oben, Herr Bürgermeister, hat mich gefragt, was heute gemacht wird. Ja, ja, ich gehe schon. Wir hätten ihn nicht alleine herausgehen lassen sollen. Nein, meine Herren, das würde nur wirklich allein machen können. Wenn er ihn nicht zur Besichtigung des Krankenhauses bekäme, dann wäre alles aus. Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Ich habe selbstverständlich alles vorbereitet. Ich habe mir für Sie einen festen Plan zurechtgelegt. Zunächst will ich Ihnen unser Krankenhaus zeigen, dessen Neubau soeben fertiggestellt wurde. Unser Krankenhaus wird Sie gewiss am meisten interessieren. Wieso eigentlich? Ich meine bloß, weil unser Krankenhaus nach den modernsten Gesetzen der Hygiene und ich bin überzeugt davon, dass Sie ein besonderes Interesse für unser Krankenhaus haben werden und das jetzt besonders gern sehen würden. Ach, wissen Sie, wenn das nicht unbedingt sein muss. Na bitte, wenn Sie was anderes sehen wollen, wollen Sie vielleicht in unser Gefängnis? Wie? Gefängnis? Warum? Nein! Dachte bloß, ich richte mich selbstredend ganz nach Ihnen. Ich würde Ihnen auch zum Krankenhaus zuraten. Ja. Ach, wissen Sie, Krankenhaus. Mal können wir nicht lieber etwas an die frische Luft? Ja, ich... Ein kleiner Spaziergang mit Ihrer Tochter. Da haben wir noch da Wasserwerke, Mädchenschule, Sportplatz. Was? Mädchenschule?
Ja, aber das Interessanteste ist doch das Krankenhaus. Wann kann man denn die Mädchenschule sehen? Ich glaube kaum, dass noch eine Stadt so ein Krankenhaus vorzeigt. Ja, aber Sie sagen doch was von einer Mädchenschule. Mädchenschule ist eine ganz langweilige Sache, Herr Doktor. Mädchenschule, schauen Sie, Doktor. In so einer Mädchenschule ist doch ein Mädchen wie das andere. In einem Krankenhaus hat doch jeder eine andere Krankheit. Ist viel lustiger. Ja. Also, wenn Sie mich fragen, Mädchenschule. Schrecklich. Er will die Mädchenschule sehen. Was? Ja, wieso denn? Ja, haben Sie ihm denn nicht gesagt, dass wir das Krankenhaus zeigen wollen? Ich habe ihm alles gesagt. Er geht nicht ins Krankenhaus. Er ist ein gesunder Mensch, er will die Mädchenschule sehen. Komm, schäm ich will. Nur die Mädchenschule. Jetzt ist alles aus. Das hätte man sich eigentlich gleich denken können. So ein Schürzenjäger. Warum haben Sie ihm denn nicht gleich gesagt? Gleich gesagt, den können Sie den Eiffelturm so hinbringen. Er will die Mädchenschule sehen. Aber meine Herren, wozu denn die Aufregung? Die Sache ist doch furchtbar einfach. Wenn er eine Mädchenschule sehen will, dann werden wir ihm eben eine Mädchenschule zeigen. Tragen Sie es ein bisschen vorsichtig. Es braucht ja nicht jeder zu sehen, dass Sie die Kittel zu Herrn Kruse bringen. Da braucht erst keiner was zu sehen. Weiß sowieso jeder, dass da Krankenhaus gespielt wird. Finden Sie es recht schön mit Grün. Ich muss nämlich einen Krankenbesuch machen. Wer ist denn krank? Hoffentlich nichts Ernstes. Oh nein, sind alle gesund. Gott sei Dank. Was? Die Mädchenschule wird gleich fertig. Gleich, wenn Sie fertig sind, können wir gleich in die Mädchenschule. Das ist ja wundervoll. Nein, nicht übereilen. Wir haben noch einige Kleinigkeiten zu. Ach so. Wir können es abwarten, Herr Doktor. Gut. Schwindel kommt raus.
Was denn für ein Schwindel? Das musst du doch am besten wissen. Dein Vater sitzt am meisten in der Tinte. Unsere Wohnung hier oben ist doch auch nur von dem Geld erbaut worden, was eigentlich fürs Krankenhaus bestimmt war. Und was sonst noch alles? Na? Mein Vater ist unschuldig. Der hat bestimmt von der ganzen Sache nichts gewusst. Gewusst oder nicht gewusst, das kommt alles aufs selbe heraus. Trude! Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, klipp-klapp. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach, klipp-klapp. Ihr mahlet das Korn zu dem täglichen Brot, und haben wir dieses, so hat's keine Not. Klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp. Klingt laufen die Räder und drehen den Stein, klipp-klapp. Und mahlen den Weizen zu Mehl und zu Fein. Der Bäcker nahm Zwieback und Kuchen draus weg, der immer uns Kindern besonders gut schmeckt. Klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp. Setzen. Können wir jetzt mit der Prüfung beginnen, Herr Bürgermeister? Wollen Sie vielleicht einige Fragen an die Schülerin richten, Herr Doktor? Nein, nein, danke. Es ist wirklich nicht nötig. Aber bitte, Herr Doktor, überzeugen Sie sich doch persönlich, wie weit wir im Lehrplan vorgeschritten sind. Nein, wirklich, das genügt mir. Ich brauche gar nichts zu fragen. Ich habe auch so den allerbesten Eindruck von den jungen Damen gewonnen. Mehr ist wirklich nicht nötig. Ich danke Ihnen, Herr Bürgermeister. Kommen Sie bitte schneller, Rat. Im Zimmer 11 geht gleich eine Entbindung los. Wirklich sehr großzügig, sehr modern. Mein Kompliment, Herr Bürgermeister. Lass diese Kinder mal klingeln. Meine Herren, wollen wir nicht was anderes anschauen? Ja, ich bin mal. Holla, 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 darf ich die Herren hier bitten? Ich muss Sie unbedingt einen Augenblick sprechen. Kommen Sie bitte hierher. Glauben Sie kein Wort, wenn man Ihnen etwas über meinen Vater sagt. Er ist bestimmt unschuldig. Ja, aber liebes Fräulein Trude... Sie müssen ihm helfen. Mir zuliebe. Sie müssen rücksichtslos alles aufdecken. Die ganze Krankenhauseinrichtung steht noch drin. Jetzt muss er es ja merken. Eine schöne Suppe hat uns Ihre Tochter eingebrockt. Aber meine Herren, meine Tochter haben Sie es zu verdanken, dass jetzt alles herauskommt. Jawohl. Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Wie lange wollen Sie denn die beiden noch da drinnen alleine lassen? Gut, gut. In welches Zimmer soll ich denn die lieben Kinderchen jetzt führen? Weg, 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 nur weg. Weg, 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 nur weg. Müssen wir versprechen, dass Sie durchgreifen? Nur Sie haben die Macht dazu, nur Sie. Jawohl. Ich bitte Sie, räumen Sie mit allem hier auf. Mit allem. Sie müssen eisern durchgreifen. Selbstverständlich, Niesfalle. Wenn Sie es wünschen, selbstverständlich, einfach durchgreifen. Warum bitte? Fragen Sie nicht. Sie müssen durchgreifen. Ich bitte schön, durchgreifen, durchgreifen. Was ist denn, meine Herren? Meine Herren, was ist denn? Ich meine, was ist denn? Ja, das kann ja nicht so weitergehen. Hier muss aufgeräumt werden. Wie sehen Sie denn aus? Was? Wie? Was soll ich? Ach so, durchgreifen, natürlich. Hier muss man durchgreifen. Eisern durchgreifen. Ja, warum greift denn hier niemand durch? Wie? Was? Ja, wer ist denn durchgreifen? Rapp weg, durchgreifen. Eisern. Das muss alles anders werden. Jetzt wollen wir mal alles in Ruhe besprechen. Ich
finde es wirklich sehr lieb von Ihnen, dass Sie mir helfen wollen. Helfen? Ja, wie soll ich das denn machen? Aber Herr Doktor... Aber es liegt doch gar nicht in meiner Macht, Ihnen zu helfen. Das kann ich doch gar nicht. Sie sind die Tochter des Bürgermeisters und ich. Aber Herr Doktor, sagen Sie mir bitte eins. Wollen Sie mir helfen oder wollen Sie mir nicht helfen? Aber das hat doch mit meinem Willen nichts zu tun. So peinlich. Ihretwegen habe ich eben schon erklärt, dass ich durchgreifen werde. Was soll ich denn noch tun? Nichts. Gar nichts. Ich verstehe, dass ein so hoher Beamter wie Sie kein Herz haben darf. Reden Sie nicht, meine Herren! Ich habe Ihnen von Anfang an gesagt, Opfer müssen gebracht werden. Sehr richtig, wir waren ja ganz Ihrer Meinung, aber der Herr Bürgermeister war dagegen. Ja, ja, ich bin dagegen. Gegen was bitte? Dass Sie meine Vögelchen ja anbrauchen. Sag Ihnen, meine Herren, hier hilft kein Zieren. Und ich garantiere Ihnen, dass Sie auch der Herr Doktor nicht zieren wird. Ja, 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 ja. Nur die richtige Gelegenheit finden. Man muss den Jungen in Stimmung bringen. Die Luft der Alkohol setzen. Richtig? Man müsste eine Festlichkeit veranstalten. Paradealarm unserer Feuerwehr. Das ist gut, das ist sehr gut. Dafür, dass alles tadellos klappt, meine Herren, dafür stehe ich ein. Spielen Sie sich nicht so auf. Ausgezeichnet. Ja, und anschließend findet dann ein gemütliches Versammensein statt. Aber nicht zu gemütlich. Sehr viel Alkohol. Gott, je mehr in Stimmung ist, desto besser werden wir mit ihm reden können. Herr Berger, Sie besorgen die Musik. Und für unsere Feuerwehr, meine Herren, garantiere ich. Herr Bürgermeister, nach dem Alarm halten Sie eine Ansprache. Das ist ausgezeichnet. Dann muss er ja auch eine Rede halten. Und alles Übrige... Alles Übrige werden wir dann mit ihm besprechen. Ich habe es mir überlegt. Ich will ganz offen mit Ihnen reden. Ich finde es unwürdig, dass eine Lüge zwischen uns steht. Wir beide sollten kein Geheimnis voreinander haben. Ja, das ist sehr lieb von Ihnen. Ich bin Ihnen auch sehr dankbar. Also, Offenheit. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich habe alles erfahren. Allerdings erst heute früh. Seien Sie mir nicht böse. Ich meine, es ist furchtbar für mich. Aber glauben Sie mir, mein Vater ist bestimmt unschuldig. Aber da hat doch Ihr Vater nichts damit zu tun. Ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie mir glauben. Aber mein Vater ist bestimmt unschuldig. Die anderen haben die Gelder unterschlagen. Er hat nichts davon gewusst. Nur Sie können ihm helfen. Was denn für Gelder? Na, die, von denen das Krankenhaus gebaut werden sollte. Na, und nun sind Sie doch weg und müssen wieder herbeigeschafft werden. Wieder herbeigeschafft werden? Ah! Ich werde Ihnen helfen. Das verspreche ich Ihnen. Herr Doktor, meine Stadt ist in Ihrer Hand. Mein Amt steht zu Ihrer Verfügung. Mein Kind gehört mir. Regen Sie sich nicht auf, Herr Bürgermeister. Es wird alles in Ordnung kommen. Wiedersehen. Offen gestanden, liebes Kind, ich habe Gewissensbiss. Wenn meine Behörde erfährt, dass ich gestern gar nicht inspiziert habe, ich habe ja die größten Unannehmlichkeiten. Wir können nicht mehr länger hierbleiben. Die Pflicht ruft. Sei doch vernünftig. Wir können ja später miteinander verreisen. Ich verspreche es dir. Aber jetzt musst du unsere Sachen packen. Wir fahren. Ich will Ihnen nur schnell sagen, dass Sie sich auf mich verlassen können. Ich bringe noch heute alles in Ordnung. Ja? Wie wollen Sie das machen? Wenn ich das Geld, das die anderen beiseite geschafft haben, Ihrem Vater wiedergebe, kann ihm doch nichts passieren. Was? Sie wollen das Geld geben? Ich? Nein, die anderen. Passen Sie nur auf. Hallo, Ihre Mappe!
Ich lebte still und heiter, ich habe mich geirrt. Man kommt nur richtig weiter, wenn durchgegriffen wird. Bescheiden, bescheiden, bescheiden darf man heute nicht sein. Es ist ja alles von allein bescheiden. Ich pfeife auf Rang und Ehre und all die besten Herren. Wenn ich bei ihm nur wäre, ich lebte mit ihm gern. Bescheiden, bescheiden, bescheiden muss man heute sein, denn alles ist schon von allein bescheiden. Bescheiden, bescheiden, bescheiden muss man heute sein, denn alles ist schon von allein bescheiden. Wenn ich ein Vöglein wäre, da flög ich weg von hier, flög über alle Meere, doch so ergeht es mir. Bescheiden, bescheiden, bescheiden muss man heute sein, denn heute schon geht allein bescheiden. Den Herrn vom Lande und einen aus der Stadt. Es ist wirklich eine Schande, was die für Chancen hat. Bescheiden, bescheiden, bescheiden darf man heute nicht sein, sonst bleibt man ledig und allein. Bescheiden, 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 bescheiden darf man heute nicht sein. Bescheiden, scheiden, 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 scheiden. Ach so bescheiden. Man darf in diesen Zeiten den Mut nicht gleich verlieren, man muss trotz aller Pleiten noch immer was riskieren. Bescheiden, bescheiden, bescheiden darf man heute nicht sein, denn alles ist schon von allein bescheiden. Für jeden. Es weiß das kleinste Kind, wir wollen nicht drüber reden, wie heute die Zeiten sind. Des heutigen Feueralarms auszusprechen. Ich bin glücklich, dass alles so gut gelungen ist. Es macht mir eine Freude, dass unser lieber Gast aus der Hauptstadt so einen glänzenden Eindruck von der Tüchtigkeit und Disziplin unserer Mitbürger und Sagner Herrschaften bereit sein, ist alles. Das herrliche Beispiel, meine Herren, das uns heute gegeben haben, soll auch ein Zeichen sein, dass auch im Ernst Feuer und Feuer! Nein, nein, nein.
Sie bewundernswert, wie Sie geistesgegenwart. Ich weiß gar nicht, über ihn danken soll. Danken? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Ja, ich bin nämlich ein bisschen einer gewissen Verlegenheit und... Aber warum haben Sie da nicht längst gesagt? Naja, es handelt sich nämlich um eine größere Summe. Aber ich bin... Ja, und du glaubst, dass man dem Herrn... Nun, gefällt es Ihnen eigentlich bei uns, mein lieber Herr Doktor? Danke, ausgezeichnet. Ich als eigentlicher Leiter des Festes fühle mich natürlich besonders dafür verantwortlich, dass unserem Ehrengast an nichts fehlt. Ja, lieber Herr Kruse, umgestanden. Leider. Mir fehlt etwas. Aber was denn, mein lieber Herr Doktor? Geld. Darf ich einen Moment bitten? Hey, wo steckt denn der Doktor? Haben Sie ihn nicht gesehen? Oh ja, die amüsiert sich großartig. Ich habe ihn gesehen, wie er mit Herrn Kruse im Garten sprach. Da haben Sie sich aber geirrt. Scheinbar eine kleine Verwechslung. Der Herr Doktor geht gerade mit Dr. Struck spazieren. Nochmals herzlichen Dank, Dr. Struck. Bitte sehr, Herr Doktor. Übrigens, ich glaube, Herr Berger wollte Sie auch noch sprechen. Berger, richtig, der fehlt mir ja noch. Ich lasse bitten. Ich werde dann gleich mit meinem Vater sprechen, Trude. Und wenn er zu feige sein sollte, dann lasse ich mir das Geld geben und gebe es dem Doktor selber. Sie verschrieben plötzlich. Ich habe nicht mehr mit der Hälfte gerechnet. Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Aber ich habe die feste Überzeugung, dass man dem Herrn Geld anbieten kann. Ich glaube, das wird reichen. Das reicht bestimmt. Nun muss ich Ihnen noch etwas sagen. Wir erhielten Ihren werten Auftrag auf 150 Lagen Schreibpapier 3b. Zu unserem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir in der letzten Zeit sehr wenig Aufträge in Papierservietten überschrieben haben. Sie wissen? Ich habe in Ihre Masse gesehen, ich weiß alles. Wenn ich Satisfaktion nicht wäre, würde ich Ihnen eine Ohrfeige geben. Aber Papa, er ist doch gar kein Herr von der Regierung. Ich bin doch nur ein Papierreisender. Und heiraten werden wir doch. Ist das Geld, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Sie haben meine Tochter verführt. Von Ihnen nehme ich kein Geld. Herr Bürgermeister! Ein Revisionsbeamter ist da. Er wartet im Amtszimmer und lässt Herrn Bürgermeister bitten, sofort zu ihm zu kommen.